Wir gehen auf ein Event, Hugo, Kameramann, Isa am Essen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und wieder öffnen können. Die Kölnmesse. Warte, ich meine, scheiße. Die Gamescom. Ah, GG, ich habe reingeschissen. Bin jetzt auf dem Weg zum Xbox-Stand. Okay, Leute, ich bin jetzt hier beim Xbox-Stand. Hier am Anfang. Ich schaue mir jetzt alles an. Ich habe schon gesehen. Man kann sich hier Tattoo-Air sprayen lassen irgendwie. Ich mache das gleich. Die meint auch, man kann sein Gesicht bemalen. Da muss ich loslassen. Ich habe mich gerade erst geschminkt. Das wird nicht weggemacht. Also wir haben erstmal hier einen richtig coolen Thron. Du kannst Bilder mitmachen. Lange Schlange für History Untold. Ganz, ganz abgespannt. Ich habe das Gefühl, ich zeige das immer so mit meiner Handhilfe. Sea of Thieves, auch hier vertreten mit einer riesen Skulptur. Wir haben hier Stände, wo man zocken kann. Auch sehr geil. Ich glaube Xbox. Xbox ist der größte Stand in Halle 8, right? So vom Look her ist es der größte Stand. Geisteskrank. Schau dir das an. Also geht von der einen Seite bis auf die ganz andere Seite und nimmt so ein Drittel von der Halle ein. Und man hat hier einfach so viele Möglichkeiten. Geisteskrank. Ich bin hier auf der Gamescom, sehe einfach ein richtig krasses Cosplay hier auf bei dem Xbox-Stand. Komm mal raus, was cosplayst du? Ich bin Star Guardian Seraphine von League of Legends. Von League of Legends? Einfach fucking League of Legends, geil. Richtig schön. Einmal, ich brauche mal eine Drehung. Ich brauche eine Drehung. Zeig mal das Cosplay von überall. Ey, was sind das für geile Haare? Hast du das alles selber gemacht? Also das Kostüm, ja. Die Haare habe ich bestellt. Egal, so geil, Mann. Egal, auch mal bestell ich hier. Krass. Ey, ich wurde gefragt, ob ich auf ein T-Shirt unterschreiben soll. Wie fett da jetzt Hani draufsteht, Alter. Das trägst du jetzt mit Stolz, ja? Ja, das trage ich jetzt das stolz. Das wird mit Stolz getragen. Ey, Kuss, ich wünsche einen. Hau rein. Was haben wir denn hier? Ich bin ja auch ein bisschen am Exploren. Nee, die Isa kennt ja nicht jedes Game. Kann man nicht. Towerborn. Oh, das ist von Elder Scrolls. Ain't no way. Okay, das steht auch da. Ja, perfekt. Gut, das sind meine Albträume. Albträume für diese Nacht? Gesichert. Stellt euch vor, Bibliothek, ihr denkt euch nichts Böses. Antike Bibliothek, die ihr gefunden habt. Ihr seid Indiana Jones und auf einmal irgend so ein komisches Glibberfieh. Ich will hier unbedingt so eine Schlange oder irgendwas, was um meinen Arm geht. Kannst du mal was Holländisches sagen? Hallo, goedemiddag von der Gamescom. Als stand van Xbox. En vandaag gaan we hier een airbrush tattoo doen. En zij wil graag een slang hebben. En er zijn ook de verschillende spellen. En er is ook eentje. En daar hoort er ook een slang bij. En die gaan we nu om haar arm doen. Oei. Doei. We maken geen farbe. Ik ga met dem schwarz-weiß look. Ik zie aus wie de Rockerbrau. Wirklich wie Fluch der Karibik. Einfach Fluch der Karibik, wie cool. Das fertige Produkt ist einmal hier mein Arm-Tattoo. Ich wollte so die Schlange unbedingt haben. Ein bisschen bin ich geswitcht auf diesen, ja, ich wollte einfach diesen Piraten-Style haben. Habe ich hier einmal durch die Kette, hat die Dame gut gemacht, mit den zwei Ketten, die runterhängen, den Totenköpfe. Also ich glaube, der Vibe ist geil. Die Schlange ist halt einfach da, weil ich wollte einfach eine Schlange. Keine Ahnung, da habe ich ein bisschen reingeschissen. Ich feiere das irgendwie voll. Shit, ich habe mit der Schlange reingeschissen, aber sonst ist es richtig geil. Forza würde ich gleich gerne hingehen, weil ich bin einfach fürs Meme irgendwie, ich weiß nicht. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Es hat sich so in den Kopf reingebrannt. So Leute, ne? Forza ist runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? So Leute, was geht? Ich habe euch gerade den Xbox-Stand gezeigt. Ich wurde hier tätowiert. Ich gehe gleich zum Fotobooth noch. Ich will unbedingt Pretty Pictures haben. Aber ich bin jetzt hier beim PC Game Pass von Xbox für 9,99 € im Monat. Kriegt ihr eine Variety von Games, Indie-Games, Horror-Games. Ihr kriegt Valorant-Charaktere instant freigeschaltet. Ihr könnt Minecraft spielen. Also, wir haben so viele Spiele für nur 9,99 €. Also klickt auf den Link in der Infobeschreibung und gönnt euch den Game Pass. Wie groß ist sie? Wie hübsch ist sie? Gut, jetzt erstmal werden alle simpen. Ich sag's dir, wie es ist. Es werden alle geistkrank simpen. Ich brauche ein 360. Alter, geisteskrank, Chat. Ah, Trick 17. Geisteskrank. Ey, ich danke dir. Kuss, man sieht sich. So, das ist ein kleiner Einblick von der Gamescom, beziehungsweise hier Halle 8. Und hinter Halle 8 wissen wir, was hinter Halle 8 passiert, das bleibt hinter Halle 8. Oder es landet auf Twitter und jeder fährt davon. Auf dem Weg zur Red Bull Lounge. Geisteskrank. Ja, ja, gefallen. Das kracht im Fall. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem nächsten Dinner in einem anderen Bereich. Wir brauchen 15 Minuten. Jo. Wir sind viel zu spät. Ja, ich bin so verschwitzt. Das ist ganz krank. Wir hätten um 19 Uhr da sein müssen und wir haben 19.11 Uhr und sind jetzt erst los und brauchen 15 Minuten. Und jetzt werde ich erstmal Hugo ein parfümerieren. Ja, yes. Mach jetzt. So, wir sind jetzt auf der YouTube Dinner Gaming Party und die zwei spielen einfach scharf. Ich hab's gerade einfach.
Rennrad gut. Aber es gibt ja auch auf Glock, wenn man sicher gehen will. Kannst du mit der Glock schießen? Ja. Leute, vergesst auf jeden Fall nicht einen Daumen nach oben und ein Abo dazu lassen für Ritas Kanal. Sie würde sich auf jeden Fall sehr freuen. Mach mal so richtig auf Pornmäßig, so wie das Essenmäßig im Mund. Die ganze Zeit. Aber ich fühle mich ein bisschen wie das dritte Rad. Jetzt geht's auf die nächste Party. Aber ich bin hier wegen Essen. Das ist der aktuelle Sport. Die sind so geistkrank am Flirten die ganze Zeit. Machst du das? Ja. Oh, warum ist das Schiebe so? Die gerade? Ja. Ist das live? Ihr werdet beide down. Wenn einer rausholen wird, wird der andere anfassen. Was geht? Das ist Wasser. Das ist Wasser. Ich darf nicht. Mach doch. Ich hab Verbot bekommen. Ach komm. Was für Verbot? Kommt euch ein bisschen näher. Ihr könnt ja erstmal nur ein bisschen näher gucken. Erstmal nur so. Hauptsache, wir sind immer so die Scheißopfer, die alles filmen. Du hast ein bisschen was getroffen. Jetzt guckst du hier hin. Jetzt guckst du hier hin. Jetzt guckst du hier hin. Ja. Und du guckst da hin. Und jetzt ist es nicht mehr viel. Oh, warum hast du diesen gerade? Ich hab gar nichts gemacht, das habt ihr von alleine gemacht. Weißt du, warum? Ja. Weil das Wasser ist. Ich hab hier nichts gemacht. Das gute Wasser dann, ne? Das hilft ein bisschen. Ja. Willst du noch ein Stück Wasser? Ja, passiert nicht. Wir machen das gleich im Hotelzimmer, ohne Cam. Ja. Okay. Die flirten eh schon den ganzen Tag. Stimmt gar nicht. Doch. Da geht heute noch was. Können wir jetzt ins Hotel gehen? Oh, no. Doch nicht so direkt. In welchem seid ihr? Beide? Ja, wir gehen jetzt hin. Wir. Das heißt, man könnte einfach so heute Nacht, wenn ihr da hingeht, könnte der eine dem anderen so schreiben bei WhatsApp so, kommt noch rüber. Auch so einfach so einen Absacker trinken. Das könnte vorkommen. Ja. Ich wollte einfach nur dieses Pappteil machen. Aber du kannst das Pappteil nehmen, die waren relativ close. Wir können die Close enough. Close enough. Genau. Du kannst ja einfach ausschneiden, näher machen noch. Ausschneiden ein bisschen. Genau, du musst sie ausschneiden, ein bisschen näher noch aneinander bringen. Ja, wir schneiden. Gute Idee, Dave, mach das. Du bist doch verrückt, als ob du YouTube machen würdest. Du bist doch verrückt, egal. Bist du 70? Was ist denn das für ein Satz? Oha! Du bist doch alt. Was geht, Leute, mit dem Hotelzimmer? Outro beende ich jetzt diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat der erste Gamescom-Vlog gefallen. Meine Stimme ist vom Razer-Schreien vorhin so richtig, richtig angeschlagen. Deswegen, also nicht so richtig, richtig, aber sie ist ein bisschen angeschlagen. Wir sehen uns auf jeden Fall heute wieder auf der Gamescom. Und ich hoffe, die Gamescom gefällt euch in general. Bis morgen.